Ja, hier haben wir die Inspiration 4.6. Birne, Stachelbeere, Paprika steht drauf. Drin ist wieder der maßgebliche Anteil entalkoholisierter Apfelwein. Also klar, Zucker zu Alkohol umbauen, Alkohol rausnehmen. Der Geschmack von Gärung bleibt drin. Und ich habe dann eben etwas, was weniger Süße bringt. Das war die Idee, hier einen stillen Essensbegleiter zu kreieren, der mit weniger Süße auskommt. In der Nase rieche ich nicht nur die Stachelbeere, sondern hier kommt ganz klar auch schon dieser Anklang von Wermut, der hier prägend ist. Da kommt natürlich gleich die Überraschung von meinem Wermut. Der Wermut ganz wenig im Grunde, aber macht ganz viel. Also bringt diese Bitternoten, schon im Mittelstück entfaltet sich der Wermut und bringt so richtig Halt. Ich finde es ein toller Essensbegleiter, wenn ich eben keine Süße haben will. Wenn die Bitternoten kombinierbar sind mit einem pochierten Fisch vielleicht. Ich glaube auch zu Meeresfrüchten im Allgemeinen, zu leichten Vorspeisen kann das ein richtig toller Essensbegleiter sein. Einer von 8 Stillen aus dieser Serie Inspiration. Viel Freude damit!